Eine Möglichkeit, wie man sich in Zukunft in der Stadt fortbewegen könnte, stellt Nissan mit dem Pivo 2 vor. Und auch wenn der Pivo aussieht, als wäre er geradewegs einem Zeichentrickfilm entsprungen, hinter seinem Design steckt Methode. Die Räder des 2,6 Meter langen, fast quadratischen Pivos lassen sich nämlich separat ansteuern. Dazu ist die Fahrerkabine um 360 Grad drehbar. Und somit kann man sich nicht nur in alle vier Himmelsrichtungen drehen, sondern auch fahren. Und das sollte vor allem beim Einparken nützlich sein. Ermöglicht wird diese separate Ansteuerung der Räder durch die Drive-by-Wire-Technologie, welche mechanische Verbindungen durch elektrische Leitungen ersetzt. Konsequenterweise wird der Pivo von vier elektrischen Radnabenmotoren angetrieben, welche jede einzeln für sich über 15 kW Leistung verfügt und das Fahrzeug auf maximal 120 km/h beschleunigt. Ins Innere kommt man durch die Vordertüre, welche auf Knopfdruck mitsamt der Armaturentafel hochfährt. Darin finden dann drei Passagiere und ein Robotic Agent Platz. Dieser Robotic Agent soll die Gefühlslage des Fahrers überwachen und dementsprechend reagieren, damit man sicher und gut gelaunt ans Ziel kommt.